Grüß euch, Leidl. Taut wieder hier und willkommen zurück zu einem neuen Video. Wie ihr seht, SD13 ist draußen. Also, ja, ist released und bei gewissen Shops schon verfügbar. Ja, die Verfügbarkeit an sich ist halt auch wieder eine Katastrophe. Schaut, dass ihr einen guten Preis kriegt dafür, wenn ihr die Brüder spielen wollt. Wenn ihr es jetzt noch nicht spielen wollt, wartet noch ein bisschen. Es wird auf jeden Fall günstiger. Und der Grund, warum das so teuer ist, ist einfach, weil hier ein extra Booster drinnen ist. Das gleiche Problem werden wir dann haben, wenn SD15 bis SD20 zeitgleich released dann. Dort ist dann auch nochmal ein extra Booster drinnen, also ein Fest für Scalper. Die was nur, oder Leute, was halt nur auf die Booster aus sind. Aber hey, hier haben wir übrigens wieder ein Ultimate Deck, das heißt, wir haben eine Deckbox. Wir haben hier mal schon mal wieder eine Deckbox dabei. Ich mache dann auch das zweite auf. Ah, hier nochmal die Beschreibung, ist auch hier unten drinnen. Die übliche Beschreibung. Ich habe noch ein zweites Deck natürlich, damit die Super Rares, also die drei Brüder Super Rares sind ja jeweils nur zweimal drinnen, so viel Spoiler Alert. Und dementsprechend brauchst du wieder zwei, wenn du wirklich das komplette Playset haben willst. Ja. Ultimate Deck. Also wie gesagt, gerade auch wieder eine Deckbox. Und natürlich, wie es für ein Ultimate Deck gehört, drei Leader. Wir haben hier einmal vorne Ruffy, links Sabo und rechts Ace. Auf der Rückseite wieder den One Piece Kompass, also den Kompass Logo. Wir haben hier wieder den Placeholder. Dann haben wir hier um das, was sie dann wahrscheinlich alle streiten, um dieses Bonus-Karten-Pack. Das machen wir dann zum Schluss auf. Ich hole dann auch das zweite raus. Dann haben wir hier das Deck und eben die Box mit einem Trenner. Und wie wir es schon kennen von der Giftbox oder eben auch vom letzten Ultimate Deck, sind sehr gut, also für das qualitativ sehr gut verarbeitet. Es ist halt Plastik und es passt perfekt ein double-sleeved Deck plus Don rein. Also das kann ich euch garantieren. Also double-sleeved Deck plus Don passt perfekt rein und natürlich single-sleeved natürlich sowieso. So, dann natürlich, da wir ein Ultimate Deck haben, haben wir auch alles voll. Also auch bis zu den Don, alle Common, Ankommen sind hier voll, das ist immer sehr schön. Dementsprechend auch ein bisschen höherer Preis. Und natürlich halt, wie gesagt, auch die drei Leader. Also hier, wie ihr seht, die Foil Don. Dann gehen wir mal die Leader durch. Wir starten hier mit Sabo. Also das Main Theme ist halt auf jeden Fall, dass sie alle gelb sind und die zugehörige Farbe dazu noch, also die Hauptfarbe bei Sabo ist jetzt hier rot. Er sagt für Don means, also für eine Don angelegt, Active Main once per turn. You may add one of your characters with a cost 3 or more and 7000 power or more to the top of your life. Cards face up and up to one of your characters gain plus 1000 until the start of your next turn. Ich habe da schon interessante Builds gesehen, also viele mit Rebo-Builds. Aber es geht sicher auch um Strawhead-Build. Dass sie ja sagt, okay, dass sie mit Straw Hats, vor allem Rush Ruffy auf jeden Fall, dass sie immer wieder auf Top der Library legt und dann mit einem kleinen Ruffy, was wir hier dann im Deck haben, wieder runterholt. Aber auch das Plus 2000 synergiert sehr gut mit den Rebo-Karten. Ihr wisst ja, die Rebo-Karten wollen jetzt auf 7000 Power sein, also auch durch nicht angelegtes Don, egal wie. Wenn sie auf 7000 Power sind, dann machen sie immer extra Effekte. Dementsprechend, und da Sabo ein Revo Leader ist, kann man auch mit einer Revo Engine spielen. Dann haben wir Ace. Auch ein interessanter Leader, blau, gelb, also Queen. Green Farben sagt Don für zwei angelegte Don, Active Main. Once per turn, look at five cards from the top of your deck. And add up to one character card with a cost 5 of the top of your library life cards face up, then place the rest at the bottom of your deck in any orders. Und hier auch ganz wichtig, end of your turn, trash all your face up life cards. Und das ist ganz wichtig, das ist your turn, das heißt, wenn ihr gegen Gelb spielt und ihr legt euch mit einem Ekos Katakuri irgendeine Karte face up, dann müsst ihr erst in euren Endturn. Also ihr habt so einen Turn Zeit, dass ihr sie irgendwie in die Hand kriegt oder irgendwie spielt mit Ace. Und ja, ist auch ein interessantes Deck. Ich glaube, seinen Peak wird er mit Opel 08 kriegen, wenn dort der blaue 5-Cost Ace rauskommt.
Also dann kommt ja ein zusätzlicher Ace raus, dann wird das wahrscheinlich nochmal stärker. Aktuell, also generell die Decks aktuell, fehlen ein, zwei Karten aus Ebene 1, aber sind auch jetzt spielbar. Wenn ihr wollt, ich kann euch gerne auch Decklisten am Ende der einblenden, was aktuell gibt. Und hier haben wir einen der interessantesten Leader auf jeden Fall, Schwarz-Gelb, Ruffy. Und er hat schon mal die generelle Regeländerung. Your face-up life cards are placed at the bottom of your deck instead of being added to your hand, according to the rules. Das heißt, egal mit welchem Effekt ihr Face-up-Karten in eure Hand geben würdet, die landen sofort immer im Bottom-Deck. Sei es jetzt durch Hiyori, sei es durch Sanji, sei es durch Flampe, was jetzt dann im Ebene 1 kommt, oder jetzt auch hier Makino, macht ja auch Draw-Life-Card. Ist, so wie sie face up sind, werden sie unter das Deck geschickt. Also ganz wichtig hier bei ihm die Sonderregel. Und ansonsten haben wir noch einen Don-Effekt bei zwei Don angelegt. Active Main, once per turn, you may trash one card from your hand. If you have null life cards, add up to two of your character cards with a cost of five from your hand. Or Trash, okay, Hand oder Trash, okay, to the top of your life cards and face up. Also ihr könnt dann eben 5-Cost-Character von der Hand oder, das habe ich übrigens überlesen im Testing, dass es auch von der Hand geht. Also ähnlich wie bei den Power Rangers, wo sie die Leute auch gedacht haben, die gingen nur aus dem Trash, aber ihr könnt aus dem Trash oder von der Hand, könnt ihr face up 5-Cost einen der Characters hinlegen. Das sind jetzt nicht nur die Brüder, alle Characters, was 5-Cost sind, kann man damit machen. Und ja, liegen dann dort und dementsprechend, wie gesagt, dann ab dann gilt eben die Regel, wenn die Damage drauf ist, sei es jetzt durch Repel, sei es durch Leader Damage, also Battle oder sonst irgendwas, oder auch durch Card Draw Effekte aus dem eigenen Deck, wie jetzt zum Beispiel Hiyori, Makino, Sanji, werden sie sofort bottom decked. Also ganz, ganz wichtig. Und auch Trigger, ganz wichtig, Trigger werden auch nicht resolved. Da Trigger ist ja einfach nur ein Effekt, also eine andere Option, anstatt dass ihr sie in die Hand nehmt, spielt sie es in aus. Also das sagt ja, you choose, entweder nimmst du es in die Hand oder du aktivierst den Trigger. Da hier das in die Hand nehmen wegfällt, aktiviert sich auch kein Trigger. Ganz wichtig. So, dann kommen wir schon mal zu den Brüdern. Wir fangen hier mit dem blauen Sabo an, also plötzlich mit dem 5-Cost-Sabo. Ich habe jetzt einfach gesagt blau, weil hier ein bisschen blau im Artwork ist. Sabo, 5-Cost, 6000er, on play, you may trash one card from the top or bottom of your life cards, KO to one of your opponent's characters with cost 5 or less. Also dieser Sabo ist ein Thunderbolt, kann man sagen. Also Thunderbolt of Character. Und wie gesagt, diese Character haben wir nur zweimal dabei. Okay, gibt es zusammen. So. Diese kommen immer zweimal. In Black Ruffy spielt sie auf jeden Fall den schwarzen Sabo. Einer der besten Sabos jetzt aktuell. Also der wird auch wieder, ich glaube, der spiked auch gerade wieder eben durch dieses Deck ein bisschen. Und bei den anderen beiden könnt ihr ja nur diesen Sabo spielen, wenn ihr ihn spielen wollt. Dann haben wir auch eine sehr interessante Karte, generell für Gerber Decks. Ace, 5-Cost Ace mit 7000 Power. Keine Counter, übrigens 1000 Counter. Hier keine Counter, aber sagt, wenn ihr 2 or less life habt, kriegt ihr Rush. Interessant auch wahrscheinlich für Enel, dass du sagst, okay, da könnte ein Replacement für Rush Enel sein, könnte jetzt vielleicht, aber da bin ich mir jetzt ganz sicher. Interessanterweise haben wir jetzt da hier Garb. Auch interessant, dass man einen Ruffy Guys X zusammen, aber Garb mit seiner liebenvollen Keule. Oh, er ist auch nur zweimal dabei. Garb auf jeden Fall der Searcher des Decks. Wusste jetzt gar nicht, dass er super rare ist. 1000 Counter und er sucht dort eben euch Ruffy, Ace oder Sabo. Und da könnt ihr bis zu 5 kosten. Also er sagt ja, look at 5 cards. From the top of your reveal up to 1 Sabo. Podcast the Ace or Monkey the Luffy with a cost 5 or less and add it to your hand, place the rest at the bottom. Also ihr könnt die 5 Card, die große Variante oder auch die kleine Variante, zu der was wir dann gleich kommen, könnt ihr dann raussuchen. Das heißt, den haben wir auch nur zweimal. Dann hier haben wir noch den letzten der drei Sake Brüger, Monkey the Luffy, Ruffy, 5 Cost 6000er, 1000 Counter,
gesagt, hat eine Active Main once per turn. This character gains plus 2000 Power until the start of your next turn. Then, if you have one or more life card, draw one card and trash one card from the top of your life cards. Also ihr könnt die Ability immer aktivieren, also ihr kriegt die 2000 Power kriegt er immer. Und wenn ihr damit mit der Secondary the Ability, wenn ihr noch ein Life habt, zieht eine Karte und trasht euer Leben. Und ja, es kann sehr gut helfen gegen Stuff, wenn euer Gegner versucht, euch auf ein oder zwei Leben zu lassen. Ist Ruffy auf jeden Fall ein super Tool dafür, um dagegen vorzugehen. Dann als nächstes haben wir Ivankov, die erste Rare. Also wir haben hier die ganzen Super Rares, 4 Stück an der Zahl sogar. Also das ist auch wegen Ultimate Deck geschuldet. Also Ivankov. 3 kostet 4000 da, plus 1000 Counter. Ist ein Blocker und sagt, on play you may trash one card from the top or bottom of your life cards. Reveal up to one character card with a cost 5 from your hand and add it up to the top of top of your life cards face down. Interessant auf jeden Fall, dass ihr einen 5-Cost-Character damit revealen müsst. Also euer Gegner weiß dann, was dann in top or bottom von eurem life ist. Und egal, ist auf jeden Fall interessant. Auch nur zweimal drinnen. Aber ich glaube, deswegen wird, ich glaube, Ivankov wird statt Ivankov wird Hiyori gespielt, weil sie das einfach macht, ohne dass der Gegner Informationen kriegt. Dann haben wir Newgate. Newgate, 6 cost, 7000er Character mit 1000 Counter und er wird in manchen Listen zweimal gespielt. Sag, on play, add one a card from the top of your deck to the top of your life cards. Then look at all of your life cards, place one card at the top of your deck and place the rest back in your life area in any order. Also übelst kompliziert. Das heißt, ihr heilt euch erstmal, dann schaut ihr euch alle euer Leben an. Ihr placed eine Karte auf den top of your deck und den Rest rearrange wie ihr wollt. Hier ganz wichtig, face up life bleiben immer face up. Also er dreht sie nicht um. Das Einzige, was ist, wenn ihr face up live ins Deck wieder zurücklegt, dann ja, dann bleiben die restlichen wieder face down. Aber face up deck live, generell bei allen, was rearrangen live, die bleiben immer face up. Das ist ganz wichtig, vor allem bei diesen Decks. Ist eine Common, das heißt, dann haben wir viermal. Also wir haben nur einen Rare und der Rest ist Common, Uncommon. Vielleicht lassen wir uns überraschen. Wir gehen weiter mit Curly Dadan. 5 kostet 4000er Charakter mit plus 1000 Counter. Ist ein Blocker und sagt on play, play up to one each of Sabo, Ace und Ruffy with a cost 2 from your hand. Interessanter On-Play-Effekt, aber ganz ehrlich, wann habt ihr das jemals, dass ihr das zum einen alle drei kleinen habt in der Hand und vor allem auch noch die passenden großen davon. Also das ist sehr mir zu klanky, also dass ihr einfach eure Hand leert. Nee, ist es nicht wert. Meiner Meinung nach ist es nicht wert. So, dann kommen wir schon zu den Brüdern selbst. Wir fangen an mit Sabo. Das ist der kleine Sabo. Tukos 2000er Counter. Active Main, you may trash this character. Reveal one card from the top of your life cards. If that card is Sabo with a cost 5, you may play this card. That card, if you do, up to one of your leader gains plus 2000 power until end of your opponent's next turn. Und da fängt die Synergie an, eben mit den Deck. Ihr spielt es einfach, ihr schaut, dass ihr einen der drei Brüder auf der Großen auf dem Top der Library habt, spielt dann eben einen der Kleinen und euer Leader kriegt dann einfach einen 2000er Boost until end of next, bis zum nächsten Turn. Sehr interessante Aufteilung auf jeden Fall. Wir gehen jetzt weiter mit einem Shanks. 7 cost 7000er ohne Counter on play. You may return one of your face up life cards face down. If your opponent has 7 or more cards in their hand, trash up to one card from the top of your opponent's life cards. Das ist auch böse. Zum einen, ihr könnt wieder eine Top-Life-Karte flippen und
wenn ihr euer Gegner zu viele Handkarten hat, dann wird er punished, indem dass er eine Life-Karte verliert. Auch interessant. So, dann haben wir hier auf jeden Fall Kid Ace. Sagt das gleiche wie Sabo. Ihr revealt die Top Life-Karte und spielt an Ace davon. Ich verstehe nicht, warum da jetzt Ruffy nicht dabei ist, aber der Guide auch ist. Aber hier haben wir erstmal Makino. 2K-Counter. One cost, für One Cost, 0 Power, sagt on play. You may add one card from the top of or bottom of your life cards to your hand. Also ihr zieht eine Karte von euren Life. Und hier, wie gesagt, ganz wichtig, wenn sie schon face up ist, die was ihr zieht, dann wird sie bei schwarzen Ruffy dir gebottomtagged. Ganz wichtig. Look at all of your life cards and place them back in your life area in any order. Also das ist auch ein zusätzliches Tool, wie ihr eben die Live-Karten zurechtlegen könnt. Und ganz ehrlich, Leute, es ist eine Trap. Also viele Leute werden durch ihren Effekt dazu verleitet, dass eben die dass ihr die Live-Karten schon early macht. Macht es nicht, das ist einfach nur eine Trap. Also seht es hier als Tech-Karte, dass ihr das letzte Live runterkriegt, wenn euer Gegner versucht, euch auf ein Leben zu lassen und damit einfach damit zu euren Leader-Effekt rumzuspielen. So, wir haben auch hier noch Kid Ruffy, habe ich jetzt noch ganz kurz schnell hingelegt. Dann haben wir hier Yamato, 2K-Counter, 5 kostet 4000, hat Rush und On-Play, look at all of your life cards, place one at the top of your deck and place the rest back in your life area in any order. Das heißt, ihr könnt eure Life alle anschauen, ihr könnt euch eine aussuchen, die ist, was ihr auf den Top legt, rearranged, und der Rest bleibt so in der Order. Also da müsst ihr aufpassen, wenn eure Gegner Yamato spielen, dass er das auch richtig macht. Ich lege es mal hier her. Ah ja, ich sehe noch perfekt. Sie ist noch im Bild. Dann haben wir hier noch, oh, wir haben sogar zwei Events, okay. Wir haben hier den Flame Dragon King. Counter Event up to one of your leader or character card gains plus 4000 power during this battle. Then look at all of your life cards and place them back in your life area in any order. Trigger sock, you may add one card from the top or bottom of your life cards to your hand. Add up to one card from your hand to the top of your life cards. Also ganz ehrlich, die Karte sehe ich in Katakuri Decks vielleicht sogar, dass die Place sieht. Oh, wir haben nochmal. Okay, wir haben mehrere Events. Ich habe mir die Decklisten vorne genau angeschaut. Also ich dachte, wir haben eigentlich nur das eine Searcher-Event. Aber hier haben wir den Gum Gum Jet Spear. Counter-Event. Up to one of your leader or character cards gains plus 2000 power during this battle. Then if you have null life cards, draw a card. Und Trigger sagt, you may add one card from the top or bottom of your life cards to your hand. Add up to one card from your hand. Also den Trigger haben sie gleich. Den haben die beiden gleich auf jeden Fall. Und hier nochmal gab als Event, kann man sagen, dass der Three Brothers Bond, den haben wir zum Glück viermal, den haben wir sogar viermal drinnen. Main Effect, look at five cards from the top of your deck, reveal up to one Sabo, Ace or Ruffy with a cost 5 or less and add it to your hand. Then place the rest at the bottom of your deck in any order on the trigger sock, play this event. Also ganz ehrlich, ganz einfach, ihr habt hier zwei Searcher Engines drinnen mit Garb und eben den Event. Wie ihr seht, ihr braucht natürlich das Deck zweimal, damit ihr eben Garb zweimal habt, dann natürlich die drei Brüder jeweils viermal habt, die Playsets. Der Rest ist eigentlich eh schon da. Also ja, ich meine, Ivankov habe ich jetzt nicht so auf dem Schirm gehabt und Newgate kann gespielt werden. Ich zeige euch gerne ein paar Decklisten, also wir fangen mal an eben mit Sabo. Da habe ich mal eine Revo-Liste, was ich jetzt gerade aktuell teste, also die teste ich auch gerade. Dann, also für Opener 6 Meter. Generell, was jetzt auch dazu kommt, ist ja mit Opener 1, da packt sie in jeden Deck einfach eine Flampe rein, weil sie sagt, draw the top or bottom from your life. Also nimmst du es in die Hand und draw a card, das ist auch sehr viel, sehr stark. Dann haben wir hier Ace, auch sehr interessante Deckliste. Da könnt ihr eine alternative Deckliste, könnt ihr auf dem Don Voyage Discord euch anschauen, oder ihr hört euch auch die Podcast-Folge dazu an. Da hat nämlich der gute Alex aka Hibiki eine sehr interessante, ein bisschen andere Variante. Dann natürlich
dass nächste die Goat jetzt und dann wahrscheinlich Ende des Meters, was jetzt mehr und mehr gespielt wird, wahrscheinlich Ruffy. Auch hier noch einmal die Deckliste für euch. Auch sehr gibt es auch natürlich Varianzen. Wie gesagt, bis Ebino 1 draußen ist, so wie zum Beispiel in meiner Liste Satori drinnen und auch die Shirahoshi, so sie gerade teste. Und ja, mit Ebino 1 wird es einfach austauscht, 1 zu 1 gegen Flambés. Ansonsten wird sich da nicht viel ändern an der Liste. Und wir gehen jetzt dann ins Opening der Packs. Also ich räume jetzt kurz die Karten weg, während ich kurz laber, mache ich das auch schon ein bisschen, aber ich räume jetzt mal die Karten weg, hole dann auch aus dem zweiten Deck dieses Pack und dann machen wir die gemeinsam auf. So, ich habe jetzt beide rausgeholt und wir kommen jetzt zum wahrscheinlich zu dem, was euch neben der Inhalte am meisten interessiert, die Booster Packs. Schauen wir mal, wie viel Glück das wir haben. Die Art Art schauen, das sind halt Gewöhnungs... Oh mein Gott, wir fangen direkt mit dem Leader an. Sabo Art Art Leader. Also ich habe das sofort gesehen in der 4. Also wie ihr seht, sie sind in schwarz-weiß gehalten. Und wir haben Sabo, und ich glaube den nicht so besten Leader der 3. Ist so eine interessante Fähigkeit auf jeden Fall, aber nicht, wird halt wahrscheinlich nicht der stärkste. Also stärkste ist auf jeden Fall Ruffy. Aber trotzdem Leader. Und Ace, also wir haben insgesamt drei pro Pack. 5 Cost Ace, auch super schön. Also das Foiling ist ja auch wieder, also ganz ehrlich, das ist Next Level, Leute. Schaut euch das an. Also hier, das hier außen, das Weiß ist wirklich so schimmernd und das schaut aus wie ein Druck. Dann habt ihr hier noch die Flammen, eine extra Struktur. Ein Wahnsinn. Und wir haben nochmal Shanks, auch sehr schön gemacht. Also wie gesagt, also. Ganz ehrlich, Leute, Promo-Karten kann Bandai mittlerweile. Holy. So, haben wir vielleicht ein Glück, dass wir sogar Ruffy im nächsten Pack haben? Das ist wirklich. Allein, dass ich einen Leader aufgemacht habe. Uff. Oh, wir haben mit Little Sabo. Wir starten mit Little Sabo. Ich glaube. Oh, doch. Oh mein Gott. Wir haben ihn. Oh mein Gott. Ruffy. Oh mein Gott. Jawohl, ja, Katsching. Ich dachte, die starten nur mit den Liedern. Aber wow. Und oh mein Gott, Gab sieht ja auch mega aus in der Art Art Variante. Wow. Einfach nur wow. Also allein Sabo Lieder, Ruffy Lieder, top. Ace Art Art, großer Ace Art Art, super. Genauso wie Gab und Sabo. Shanks ist halt leider so eine Karte, wo es halt wahrscheinlich nicht sehr viel Play sieht. Das dementsprechend jetzt nicht, aber ganz ehrlich, von 6 Karten, 5 Playable Karten, holy. Wow. Wow. Also, ich grinse gerade von einem Ort zum anderen, ganz ehrlich, Leute, weil ich will ja direkt am Montag drauf von so einem Local, will ich einen Ruffy bringen und da ich da gleich direkt die Altart-Variante habe fürs Video, ist ja wirklich perfekt. Einfach nur perfekt. Also, wow. Schreibt mir gerne auch rein, ob ihr euch einen ST13 geholt habt und was eure Hits sind aus den Booster Packs, könnt ihr mir gerne schreiben. Und falls ihr auch andere Ideen habt, also jetzt für die Opener 6 Meter, habe ich eben vorhin die Listen euch gezeigt. Wenn ihr da ein paar Vorschläge habt, könnt ihr mir gerne mit mir reden, mir teilen. Und würde mich auf jeden Fall interessieren, vor allem für Sabo und für Ace auf jeden Fall. Bei Ruffy ist sie eigentlich jetzt und soweit ziemlich ausgereift, die Liste bis Ebene 1. Danach wird es einfach austauschen, die Satoris und die Shiroshis einfach mit Flambés austauschen und das war's. Das ist dann die Liste. So wie es halt in Japan gespielt worden ist. Also wir gehen jetzt von Japan-Meter aus. Und ja, die anderen beiden, wir versuchen jetzt nochmal die nächsten 3 Wochen alle 3 Brüder zu spielen, nämlich auf meinen Locals. Ich hoffe, dass ich das vor Ebino 1 Release ist, sie ausgeht bei mir. Ja, ansonsten bleibt mir nichts anderes sagen. Also vielen Dank fürs Zuschauen. Viel Spaß noch mit euren ST13 Decks auf jeden Fall und mit euren Puls. Ich sag, und bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.